Es geht ja durchaus auf die SPD zurück, dass es diese Annäherung an Russland vor vielen Jahren gegeben hat. Willy Brandt, Egon Bahr. Tickt die SPD noch immer so oder das eigentlich erkennt man noch die SPD in diesem Punkt nicht wieder? Wie nehmen Sie das wahr? Ja, die SPD ist nicht wiederzuerkennen, weil sie die Politik von Brandt völlig aufgegeben hat. Dahinter steckt ja eine Idee, und die Idee ist ganz einfach, dass man Sicherheit in der heutigen Zeit mit diesen Waffensystemen nur gemeinsam erreichen kann. Also durch eine gemeinsame Absprache, wie eben der Frieden zu sichern sei. Und wenn etwa der SPD-Vorsitzende Klingbeil sagt, wir müssen heute Sicherheit gegen Russland organisieren, dann ist das einfach in der Sache so grundfalsch. Und man muss eben darauf hinweisen, dass das niemals aufgehen kann. Denn ohne den Nachbarn kann man nicht in Frieden leben, wenn er es nicht will. Und man kann erst recht nicht mit ihm in Frieden leben. Und das ist ja der Fall, wenn man den Nachbarn ständig belästigt und provoziert. Ja. Es gibt ja auch Verträge, wo man eindeutig festgelegt hat, ich glaube in Istanbul 99, in Astana 2004, dass die Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen gewährleistet werden soll. Also ich meine, logischer geht es ja nicht.